Hallöchen, ihr Lieben, wir haben heute den zweiten Tag. Es ist unglaublich, einfach mit dieser View aufzuwachen. Also hier ist ja unser Bett und ich habe auf der Seite geschlafen und ich habe einfach das als meine View. Ist das nicht mega krass? Ich drehe euch mal so kurz um, damit ich euch das ganz genau zeigen kann. Also hier kann man ja diesen Sphere sehen und den ganzen coolen Hotels, die man halt so kennt. Der Eiffelturm, und wenn man da einfach hinter diese Gebäude sieht, einfach die ganzen Berge, urcrazy, urschön. Wir haben uns jetzt ready gemacht und werden jetzt auf jeden Fall mal was zum Frühstücken uns holen. Also da merkt man, dass zwei Frauen wohnen. Ja, wir haben uns auf jeden Fall angezogen und fertig gemacht und jetzt geht's los. Gehen wir mal was essen und danach müssen wir uns auch schon zum Eric Worre in die Studios begeben. Dort melden wir uns an und dann geht's dann los. Dann schauen wir mal, was der Tag heute so bringt. Nehmen wir hier ein bisschen mit. Bis später. For the inside the same company sometimes. Mm-hmm. Organizations going straight up, organizations going straight down. Same product, same compensation plan, same company, but different belief systems. That's what's going to determine whether you go up or you go down. I met my wife in this industry. I got involved in this industry April of 2002. My wife got involved in the industry June of 2002. 5.5 years later was the first time we were single at the same time. We went on a date, 1.5 years later we got married, we've been together 14.5 years, and we got 4 kids. We got in the industry. The fear of dating today, you have to sell. Where are you looking for a wife watching TV? How many hours a day are you influencing? Der dritte Tag Las Vegas. Das ist der dritte Tag. Ich bin richtig verwirrt mit diesen ganzen, wann sind wir angekommen, Zeiten. Ich glaube, heute ist der dritte Tag, genau. Die dritte Nacht. I don't know. Das ist auf jeden Fall der zweite Event-Tag, von warum wir eigentlich da sind, von diesem GoPro-Event. Gestern habe ich ja ein bisschen mitgefilmt. Ich vergesse teilweise ein bisschen, dass ich mitfilmen soll, weil wir sind halt so viele Menschen, die man halt kennt. Und dann verliert man sich halt. Warte, ich muss mich irgendwo abstellen. Ja, das ist zu tief. Ich muss irgendwas suchen, wo ich euch hinstellen kann, was ein bisschen höher ist. Was könnte ich nehmen von hier? Ah, diesen. Wie man es in Amerika so kennt. So einen Glas-Dings da, wo man sich Glas. Wo man sich Eis holen kann. Moment, braucht da was von hinten? Oh, sorry. Ja. Juliana! Hey! Ich vlogge. Ich war schon früh, ich nehme uns Platz in der ersten Reihe. Wenn du glaubst, dass du was findest? Passt du jetzt oder was? Ja, zusammen.
Aha, wann fahrt ihr? Das schickt mir gleich in den Nacht. Okay, hast du quasi noch einen Platz jetzt im Taxi oder wie? Sonst würde ich mich beeilen. Ah, warte, dann zeige ich dir den Chef. Wollt ihr nicht alleine herumkunden? Na, alleine sind wir nicht so viele. Eigentlich fühlt sich so an wie Klassenfahrt in Las Vegas. Gut, also wie gesagt, ich muss auf jeden Fall jetzt hin machen, weil wir fahren jetzt gleich wieder los und bis später. Wir sind beim Dad. I'm here to do meine it Tina, all Resident Managerin. Right? How much of that das war is gestern auf der Bühne right $1 Million. Ja, und da kann ich es auch umdrehen. Ich zeige jetzt kurz die Kamera. So. I get rewarded for helping you. No. Look. Ja, ist das DJI? To make the picture bigger game, right? It's all these different fun little ways to look at it that made people say, you know, I want to play this game. And even with the VIP seating, you're like, you know, if I can get one VIP, then let's get a row or a table. So, meine Lieben, das Event Tag 2, also der Tag 2 ist vorbei. Das Event ist nicht vorbei, das ist erst morgen vorbei. Das ist auf jeden Fall heute ist Tag 2 beendet. Das sind wir so von 9 bis 18 Uhr, dazwischen haben wir so eine Mittagspause, da kann ich meistens gar nicht vloggen, weil da muss ich essen. Und das ist immer so ein bisschen stressig, weil wir müssen uns anstellen, weil wir doch viele Leute sind. Und jetzt warten wir auf unser Uber und fahren ins Hotel. Dann haben wir noch so eine Stunde und ich zitter, weil mir ist voll kalt. Wisst ihr, hier in Las Vegas ist die Temperatur so in der Früh kühl. Dann ist die Sonne am Nachmittag so draußen und dann, sorry fürs Zittern, dann ist die Sonne halt auf jeden Fall am Nachmittag draußen und dann, ich tue nur vloggen, und dann wird es richtig heiß, also es ist richtig warm, richtig, kann man in der Sonne richtig chillen, und dann am Abend ist es wieder voll kalt. Ja, aber es ist trotzdem angenehmer als zu Hause, weil zu Hause schneit es gerade aktuell. Ja, wir sind auf jeden Fall. Das ist die ganze Gang von uns. Also nicht die ganze, einige sind schon im Hotel. Aber es sind eine lustige Truppe auf jeden Fall. Und ja, wir fahren dann, wie gesagt, jetzt einmal ins Hotel und dann gehen wir was essen. Bist du fertig, Julie? Das ist meine Freundin Julie, die sich 20 Mal am Tag umgezogen hat. Beauty Queen halt. Ich bleibe im selben Outfit. Wie vorhin. Muss reichen. Wir gehen ja eh nur essen. Ich bock das sonst nicht morgen. Yes. Wir haben uns schon relativ gut eingegroovt in diese Zeit jetzt. Oder? Schon, ja. Gut. Wenn Julie fertig ist, gehen wir runter. Und gehen was essen. Wir sind jetzt in einem brasilianischen Restaurant essen. Und es ist sehr laut, wie man hören kann. Ich sitze hier mit Mari. Mari meine Apfel eingezogen. Und das ist der ganze Tisch mit den Leuten. Ich glaube, es sind so 24 Menschen. Ich zeige mal das Essen. Mal Salat und jetzt kommt das Fleisch, oder? System not checked. Oh, thank you. Here you go. Okay. 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 Oh, it's nice. Thank you. Mit meinem kleinen Krällchen. Thank you. Hey, good fellas. We're in Las Vegas. Adoro. Adoro. Fantastic. This is my fried food. It's from Sarah. Yeah. Ja, die haben alle Spaß mit meiner kleinen Kamera hier. Ja. Las Vegas. So, meine Lieben, wie ihr seht, bin ich schon wieder im Hotelzimmer. Schaut so komisch aus, weil es so dunkel ist. Ich stehe einfach so, man sieht nichts. Aber Licht ist was, nur ein kleines Lichtchen hier. Ja, ich bin dann wieder im Hotelzimmer. You see? So schön. Habe mich jetzt abgeschminkt und werde jetzt schlafen gehen. Ich bin wirklich so müde. Ja, es ist nicht zu spät, aber es ist halt noch so Jetlag-mäßig die Umgewöhnung, Uhrzeit wollte ich sagen. Egal, bin müde, deswegen werde ich jetzt gleich schlafen gehen. Morgen ist wieder ein Tag bei Eric Worre in den Studios und danach haben wir Afterparty mit schicken Kleidern so. Interessant. Deswegen, gute Nacht. Heute ist Tag 3 des Eric Worre Events. Ich bin im Lift, wie ihr sehen könnt. Ich bin auf dem Weg dorthin. Julie ist schon früher gefahren
Wir haben zu spät aufgewacht, war nämlich müde und sie war schon vorher fertig. Dementsprechend ist sie schon gefahren. Nur wir zwei sind's. Nur wir zwei. Schön bist du. Dankeschön. Wir machen uns jetzt auf den Weg und wir sehen uns später. Unser Event ist jetzt bald zu Ende und jetzt ganz zum Schluss kommt noch Sandro Pazzato dran mit anderen Network-Marketern aus anderen Firmen. Sandro Pazzato ist unsere Upline und unsere Inspiration und er wird auf jeden Fall heute so ein bisschen interviewt und ich werde das ein bisschen mitfilmen. Und ja, sind wir gespannt, es geht gleich los. I felt like because I was alone. This year I came with 22 people from Europe. Woo! Why did I do that? Sense of responsibility. You need to take action. You need to be responsible for everything. You know the root of the word responsibility? Be able to give responses. We are here. We have listened to everything, so we can go back and give responses to our team. Next year, our team comes with us, and they will be able to give responses to their team. So, meine Lieben, wir sind fertig. Das GoPro-Event ist fertig, war heute der letzte Tag, und jetzt gibt's die After-Party. Und wir machen uns jetzt ready. Ich habe jetzt ein Kleid angezogen, ein schickes, seht ihr jetzt vielleicht, zeige ich euch später. Die Julie glitzert hinten, wie ihr sehen könnt. Ja, ich nehme euch da vielleicht ein bisschen mit. Ich sage vielleicht, weil ich oft vergesse, die Kommode rauszuholen. Ich bin ein bisschen aus der Übung, sorry. Aber ich bemühe mich. Gut, bis später. Willst du mal zu mir? Ja. Leute, das ist unglaublich hier. Ich musste das alles erstmal verarbeiten für mich selbst. Wir sind hier in einer echt krassen Villa. Also wer mir auf Instagram folgt, weiß das, hat das schon gesehen. Wir sind hier einfach ganz weit oben. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Die Lichter, das ist Las Vegas. Wir sind hier in eine private Property reingefahren. Und ich habe auch ein Foto gemacht mit Eric Worre. Das könnt ihr auf Instagram sehen, wenn ihr mir folgt. Miss Diana Diamanta. So crazy, ich sitze hier mit den Girls. Die alle ein bisschen beschäftigt mit Instagram. Das ist so crazy. Man ist hier in einem extrem krassen Luxushaus. Man kann sich das gar nicht vorstellen, dass ein einziger Mensch das besitzt einfach. Aber it's possible with network marketing. And it's so crazy. Das ist so viele Eindrücke. Wir sind hier 400 Menschen, er hat hier 400 Menschen in seiner Villa und wir sind überall verteilt. Wir sind der Outdoor-Bereich, unten, oben, hier im ganzen Haus. Wir sitzen hier und trinken ein Getränk. Meinst du schon leer? Ja, das ist unglaublich. Ja, ich bin froh, dass ich ein Foto machen konnte. Das ist auf jeden Fall ein Goal, was ich dem Team versprochen habe. Und ja, ich werde ein bisschen weiter bearbeiten, wo wir gerade sind. Wir reden die ganze Zeit so, dass es einfach so unglaublich ist, aber sehr schön. Sehr schön, die Möglichkeit bekommen zu haben, hier zu sein. Natürlich habe ich dafür gezahlt, aber das war es mir auf jeden Fall wert. Und ja, mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. So, meine Lieben, noch ein paar letzte abschließende Worte hier von mir. Gestern war wirklich sehr, sehr schön. Der ganze Las Vegas Strip war sehr bereichernd für uns alle. Wir haben so viel gelernt und ja, wir haben auch viel für uns gelernt. Auch ich bin in dieser Zeit emotional gewachsen. Dazu, ja, einfach weil ich auch, das habe ich euch ja nicht erzählt,
Aber ich hatte ja am Anfang, als ich hierher angekommen bin, einen Rank-Up. Das heißt, ich bin vom Emerald-Manager zum Ruby-Manager. Glaubt mir, jeder Titel bringt ein bisschen Schmerz mit, aber auch sehr viel Wachstum. Dementsprechend, das hier auch noch hier in Las Vegas zu erleben, mit wirklich meinen liebsten Freunden hier von Chogan, war das auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ja, morgen geht es dann zurück. Ich werde jetzt noch den Tag mit meinen Ladies verbringen. Wir gehen jetzt in die Mall. Später gehen wir uns dann in der Sphere was anschauen. Okay, ist jetzt überbelichtet, aber da werde ich nur so ein bisschen Story machen, also jetzt nicht für YouTube mitnehmen. Ich weiß auch gar nicht, wie es mit den Musikrechten dort sein wird. Deswegen, ja, morgen fliegen wir dann zurück. Und das war es auch von dieser Vlog-Serie. Ich weiß noch gar nicht, wie wir das Ganze zusammenschneiden, genau. Ja, das war es auf jeden Fall von mir aus Las Vegas. Peace out und bis zum nächsten Mal.